Ich glaube, mein letztes YouTube-Video ist 3 Milliarden Jahre her. Spaß, aber 2 Jahre bestimmt. Und lange ist nichts mehr gekommen. Heute komme ich mit einem kleinen Beachwave-Tutorial für euch um die Ecke. Ich werde euch alle Informationen in die Infobox schreiben. Für alle, die mich nicht kennen, freue ich mich natürlich, wenn ich euch auch auf Instagram sehe. Auch das findet ihr in der Infobox. Und dann viel Spaß mit dem Tutorial. Das hier ist übrigens schon das Ergebnis. Ganz schnell und easy und viel Spaß. Ich starte meistens so, dass ich meine Haare abteile, denn so wird das Ergebnis in der Regel am saubersten. Und dazu nehme ich einfach oberhalb die Hälfte weg, ungefähr, und teile hinten nochmal alles in 2 Parteien ab. Und dann nehme ich relativ kleine Strähnen, obwohl ich sage, dass ich sagen muss, dass ich hier unten mit den Haaren nicht ganz so sauber arbeite wie dann oben. So geht es einfach schneller. Genau, ich benutze diesen Lockenstab von Braun. Genau den gleichen gibt es, glaube ich, nicht mehr, weil ich den schon länger habe. Also das Modell gibt es noch, aber es ist halt erneuert worden. Ich werde es euch hier unten verlinken. Ich liebe den. Der hat zwar eigentlich so eine Klappe, die benutze ich aber nicht. Dann halte ich den so von oben dran und versuche die Haare möglichst in so einer Strähne zu belassen und wickle die dann immer mit ein bisschen Abstand. Vorsicht auf jeden Fall, dass ihr euch nicht am Lockenstab verbrennt, weil der ist wirklich heiß. Also ihr könnt zwar die Temperatur einstellen. Dann halte ich das immer ungefähr 10 Sekunden lang. Ich zähle dann meistens so 10, 9, 8. Also ich stelle mir hier jetzt keine Stoppuhr hin oder so. Genau, mache sie ab. Seht ihr, dass die Welle ziemlich definiert ist und das ist mehr so eine Welle statt einer richtigen Locke. Die werfe ich dann nach hinten, damit sie auskühlt und arbeite mich dann immer langsam von hinten nach vorne. Wichtig ist auch, dass ihr die Welle immer nach außen dreht. Also nicht so rum von hinten nach vorne, sondern wir wollen, dass alles von vorne nach hinten fällt. Wenn ihr natürlich so einen super natürlichen, richtigen, beachigen Effekt haben wollt, könnt ihr die Wellen auch nach vorne und nach hinten drehen. Ich persönlich mag es eigentlich immer gerne, wenn man die eine Seite nach außen dreht in die Richtung und bei der anderen Seite nach außen dreht in die Richtung und es hinten dann so schön alles zusammenfällt. Ich mache das jetzt mal an den unteren Haaren und melde mich dann nochmal, wenn ich hier zu dem oberen Bereich komme. Ich habe jetzt grob mein Haar gewellt. Jetzt zeige ich euch nochmal vorne die Technik, weil ich glaube, da kann man es noch ein bisschen besser sehen. Ich muss noch hinzufügen, dass ich mir die Haare vorher ein bisschen geklättet habe, damit die Struktur schon mal ein bisschen glatter ist und ebener. Und dann finde ich die Ergebnisse immer am allerschönsten. Das hat aber, glaube ich, nicht jeder nötig, aber meine Haare sind von Natur aus so gewellt, aber nicht schön gewellt. Und deswegen zum Beispiel auch hier vorne, dass es da schön glatt ist und die Ergebnisse dann sauber sind, habe ich die ein bisschen geklättet vorher. Also wie gesagt, ich halte das hier vorne. Halte die Strähne eng zusammen und wickle sie immer mit so einem leichten Abstand. Und ich halte den Lockenstab so ein bisschen schräg. Ich halte ihn nicht komplett so oder so, weil es wird immer ein bisschen ein anderes Ergebnis werden, je nachdem, wie ihr die Haare wickelt und wie ihr den Lockenstab haltet. Das werdet ihr aber im Laufe der Zeit selber herausfinden und da könnt ihr es natürlich auch ein bisschen optimieren, wenn ihr eure Wellen ein bisschen anders haben wollt. Genau, 10 Minuten. Das war jetzt, seht ihr, schon fast ein bisschen zu stark, fast ein bisschen zu lang. Da könnt ihr natürlich dann auch variieren, wie extrem ihr die Welle haben wollt. Oder wenn ihr auch sagt, dass sich euch die Locken schneller aushängen und nicht so gut halten, dann könnt ihr einfach den Lockenstab ein bisschen länger drin halten. So, jetzt habe ich eigentlich mehr oder weniger alles gewellt. Ihr könnt dann auch immer noch mal vorm Spiegel checken oder einfach so checken, ob noch irgendwelche glatten Strähnen dazwischen sind oder ob ihr ein bisschen mehr wollt, wenn ihr ein bisschen mehr Volumen zum Beispiel oben wollt. Ich habe jetzt schon Trockenshampoo reingemacht, dann habe ich eh oben später ein bisschen mehr Volumen drin. Und jetzt lasse ich die Haare einfach ein bisschen abkühlen. Und dann zeige ich euch, wie ich weitermache. Die Haare sind jetzt also ein bisschen abgekühlt und ich werde diesmal so einen groben Kamm dafür nehmen, um die auszukämmen. Manchmal nehme ich auch eine Bürste oder einen Tangle-Teaser und mache das kopfüber. Dann habe ich aber
Sehr wenig Definition, aber viel Volumen. Kommt es ein bisschen drauf an, was für ein Ergebnis ihr mögt. Und ich werde die jetzt einfach nur so ganz bisschen mit diesem groben Kamm, damit eben noch mehr von der Definition übrig bleibt. Und locker das Ganze noch hier so mit den Fingern, weil, wie gesagt, ich habe oben Trockenshampoo benutzt. Ihr könnt auch einfach mit den Fingern so ein bisschen lockern. Das ist natürlich hier komplett in meinem Ohrring fest. Moment. Und tada! Ich finde, das sind richtig schöne, natürliche Beachwaves. Ich habe die gerne so. Ihr könnt jetzt auch noch einzelne Strähnen definieren. Wenn das euch nicht ausreicht oder ihr ein bisschen mehr Definition oben am Kopf haben wollt, wie ihr möchtet, da müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. Ich mache mir dann auch gerne noch ein bisschen Öl in die Haarspitzen. Da kann ich euch auch mal meinen Favoriten unten verlinken, damit die einfach schön geschlossen und nicht strubbelig aussehen und gepflegt aussehen. Und benutze noch ein bisschen Glanzspray. Je nachdem, ob ich fliegende Haare oben habe, dann einfach noch ein bisschen Haarspray. Da müsst ihr ganz individuell schauen. Ich werde euch meine liebsten Produkte alle unten verlinken und freue mich natürlich auch, euch auf Instagram zu sehen, wenn euch das Video gefallen hat. All das findet ihr in der Infobox und vielen lieben Dank fürs Zuschauen.